magisch aus. Oh ja, in der Tat, das sah wirklich ziemlich magisch aus. Sklavin! Und zwar sofort! Auf keinen Fall! Ihr widert mich an! Nein, nein, nein! Bäh. Was beabsichtigt ihr mit diesem Specknödel zu tun? Oh, also unser demütiger Sklave, das ist aber nett von ihm. Hm? Leertaste, um die Stadt halt zu öffnen. 50 Schergen, um die Stadt von Nordberg zu kaufen. Das mache ich natürlich gleich mal. Oh ja, wir wollen es kaufen. Ich würde zu gern Länder sehen, die nicht zugeschneit sind. Wie wäre es, wenn wir uns wieder ein wenig näher kämen? Gar nicht eine so schlechte Idee. Ob wir seine Schuhe stehlen können? Ich wurde in der guten alten Zeit mal von einer großen Statue erschlagen. Natürlich nicht richtig erschlagen. Ach ja. Er wurde erschlagen, aber natürlich nicht richtig erschlagen. Huch, jetzt hatte ich gerade einen kleineren schwarzen Bildschirm. Naja. Endlich habt ihr einen dunklen Turm, der eurer würdig ist. Kommen wir. Hier lebst du also? Schon besser als Nordberg. Immerhin ist es schon mal warm. Aber das Ding ist seltsam. Was ist das? Eine Art Walnuss mit Ohren? Zeigt doch eurer neuen Mätresse mal die Privatgemächer. Ja, dann sehe ich, wo meine Felle und Jagdtrophäen hinkommen. Ich warte oben auf dich, Zauberer. Ich komme gleich. Kauft ihr noch mit einem Teil eures Goldes für ihre Privatgemächer hübschen Tand. Frauen mögen den Tand. Außerdem, wer will nach einem harten Tag des Tötens noch eine wütende Mätresse? Ja, das ist wohl wahr. Dann gehen wir mal nachschauen, was sie so für Dekorationen uns gegeben hat. Hoffentlich ist es was Schönes. Hallo, kleiner Zauberer. Hallo. Sieh dir mal an, was ich hier alles getan habe. Ja, was hast du denn getan? Meine kleinen Freunde arbeiten für mich. Ach so. Sie sind stark und können gleichzeitig denken und Dinge bewegen. Das hier ist neu. Sie sind den meisten Nordbergern also deutlich überlegen. Die hier sind neu. Schließlich ist dies das Zuhause eines dunklen, bösen Overlords und nicht eines Höhlentrolls. Ja, das stimmt. Es gibt aber noch viel zu tun. Ich habe mir schon einiges ausgedacht, aber dafür musst du ein wenig in die Taschen greifen. Muss ich das? Das wäre ein guter Anfang. Das passt gut hier herein. Ich kann Kerzen und ich kann Flaggen kaufen. Ja, ich weiß nicht, ob ich so viele Kerzen hier brauche. Es sieht schon schön aus. Ich würde es mir wahrscheinlich auch kaufen, dann, wenn ich ein bisschen mehr Geld noch habe, denke ich. Ja. Und vielleicht kann man auch mal noch was anderes kaufen, außer Kerzen und Flaggen. Ah ja, unbedingt noch. Das mache ich noch kurz, bevor die Aufnahme wieder beendet wird. Und zwar möchte ich doch gerne kurz noch nachschauen, was denn in der Schmiede alles zu holen gibt. Oder zu kaufen, besser gesagt. Schön hier. Ich würde mir gerne... Ich würde gerne was kaufen für hier unten. Ja gut, Flaggen, aber ich finde eigentlich... Nee, so Fellflaggen... Nee, das passt nicht so. Irgendwie. Da müsste ich schon noch anderes Zeugs haben, damit wir so Nordstyle machen können. Was ist das hier oben? Okay, Feuer. Hallo Gunther. Ist es Gunther? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist Gunther. So. Und dann schweben wir mal, um uns ein neues Mordinstrument kaufen zu können. Oha, und da sind wir auch schon. Jawohl.
Jawohl, und da schwebt er. Möchtet ihr die Waffenkammer besuchen? Jep, das will ich. Oh, oh, der Scharfrichter. Das ist neu. Das Schmieden hat seinen Preis, Meister. Ach, du so sind die Regeln. Oh. Und verursacht zusätzlich Feuerschaden. Zur Auswahl. Alles in Gunthers Waffenkammer. Ja, diese praktisch das doch mit mehr so sind die Regeln. Solange dieser Helm das böse Hirn schützt, zählt jede gesamte Lebenskraftkugel. Das Schmieden hat seinen Preis, Meister. So sind die Regeln. Ach, hier brauche ich grüne. Und kostet 4000. Also als erstes werde ich mir das hier kaufen. Verursacht zusätzlich Feuerschaden. Genauso etwas habe ich gesucht. So viele wunderbare und tödliche Dinge zur Auswahl. Oh ja, ich brauche hier nur noch ein paar rote. Das 23 sollte nicht so schwer zu bekommen sein. Ich weiß es noch nicht gleich, wie ich das am besten sammeln kann. Wahrscheinlich ergibt sich dann das einfach mit der Zeit. Ich werde einfach nach unserer nächsten Mission nochmal hier zurückkehren. Dann werde ich wahrscheinlich genug rote Kugeln haben, um mir das Feuerschwert kaufen zu können. Hallo. Entschuldigung. Ja, und damit, glaube ich, beende ich die Aufnahme. Oh, ein roter Teppich nach hier draußen, das wäre auch ziemlich geil. Naja, ich glaube, ich beende jetzt hier die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste wird eigentlich so gut ich kann, versuche ich immer einen Tag zu machen. Und ja, dann, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und tschüss! Hallihallo meine bösen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord 2. Ja, und wir werden das Spiel gleich einmal fortsetzen. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir das letzte Mal die Stadt Nordberg. Ja, hier ist der Beweis, wir haben die Stadt Nordberg angegriffen. Das heißt, du, ich und mehrere hundert kleine Schuppi gewesen. Ja, genau. Ja, und wir drücken jetzt mal die Leertaste, um zu schauen, denn als ich das Spiel beendet habe, habe ich gesehen, dass man, das sieht man dann jetzt gleich, jawohl, die Kontrolle über die Stadt Nordberg. Und die versuchen wir natürlich gleich mal an uns zu reißen. Wir haben sie zwar schon erobert, besser gesagt, wir haben sie angegriffen, aber erobert haben wir sie eben noch nicht. So, da sind wir jetzt also. Ich muss euch noch kurz sagen, ich hatte vorhin ein Problem damit. Also, ich konnte Overlord 2 nicht mehr starten. Ich weiß nicht. Ich habe zuerst nicht gewusst, weshalb. Und war schon fast am Verzweifeln. Und habe ganz in Ruhe mal alles angeschaut und da habe ich für das Spiel Trials Ascent musste ich die Nvidia Physics deinstallieren, damit das funktionieren kann, und deshalb funktionierte jetzt Overlord 2 nicht mehr, und jetzt habe ich halt die Physik Engine wieder installiert und jetzt funktioniert es wieder. So, jetzt aber werden wir gleich mal die Kisten plündern mit Gold drin, das wir natürlich gut gebrauchen können. Es gibt aber ziemlich viel Gold hier. Ich will mal kurz was probieren. Unterweltturm teleportieren. Braune, Rot und Grüne können nicht schwimmen. Wenn es allerdings ertrinken geht, sind sie hervorragend darin. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ja, schön. Ich bin hier. So. Ich will nämlich kurz schauen,
ob die Kisten dort nur einmal da sind oder ob die immer wieder hier sind. Das werden wir jetzt gleich sehen, weil dann hätten wir eigentlich einen fast unerschöpflichen Vorrat an Gold mit ein bisschen Aufwand. Aber, und da stehen die Kisten. Perfekt. So, erstmal unsere Armee. So. Und jetzt weiß ich, jawohl. Gold für mich. Das gibt enorm viel Gold. Das gibt fast 1000 Gold. Ja, genau. Aufträge. Kontrolle über die Stadt Nordberg. Getötete Dorfbewohner, versklavte Dorfbewohner. Ach so. Okay, wir müssen uns jetzt also, entweder töten wir alle 100 oder wir versklaven sie. Ich würde mal sagen, wir versklaven sie. Vielleicht können sie auch später dann ein wenig für uns arbeiten. So. Den hier auch noch. Ihr habt aber gesehen, ich muss 100 Dorfbewohner. 100. Und ich glaube, das werde ich nicht alles jetzt machen. Weil das geht einfach zu lange. 100 Dorfbewohner sind schon ziemlich viel. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Ich denke, ich werde immer wieder mal zwischendurch Folgen machen. Wenn das jetzt mit dem Gold so gut funktioniert. Werde ich zwischendurch Folgen machen, bei denen ich auf Goldsammeltour gehe. Und auch auf Dorfbewohner-Versklavungstour. So, den hier auch noch. Aber ich werde jetzt mal den größten Teil. Ah, die Tür kann man auch. Ja, gut, dann. Okay, ich werde jetzt mal alle Dorfbewohner versuchen zu erwischen, die herumlaufen. Einfach so. Und dann in einem weiteren Schritt werde ich so einen gewissen Stadtteil. Wie hier hinten zum Beispiel, werde ich dann holen. Und dort ist etwas Rotes. Mehr Lebensenergie, so wie es aussieht. Aber da komme ich, glaube ich, nicht hin. Wir haben 10 von 100. Ihr seht, das dauert eine ganze Weile. Und das wäre fürs Let's Play einfach ein wenig ungeeignet, wenn wir hier jetzt eine Stunde herumlaufen und die ganze Zeit Dorfbewohner versuchen zu versklaven hier. Und die Drecksäcke laufen auch noch weg. So, mal wenig ausschwärmen. Ja, der Rote muss natürlich gleich wieder etwas anzünden. Da ist auch etwas, eine Kiste. Okay. Und hier hinten geht es... huch. Hinten geht es noch rauf. Oh. Was ist das denn hier? Da werden wir gleich reingehen. Hier werde ich nämlich nie wieder hinkommen.